Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Schulte, für die nette Einführung. Bevor ich über die Forschung rede, lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, zum 60er alles Gute zu wünschen. Also für jemanden in meinem Alter ist es unheimlich beruhigend zu wissen, dass man mit 60 noch so jung, dynamisch, innovativ und kreativ wirken kann und auch sein kann, wie es beim LRZ ist. Also herzlichen Glückwunsch. Und eben auch ein Dank damit verbunden für die wunderbare Zusammenarbeit über viele Jahre, die nämlich Forschung in einem, wie ich finde, ja, Frau Schulte hat gesagt, ich bin begeistert, hoffentlich sind alle begeistert von der Arbeit, die sie machen dürfen, und bei mir ist es definitiv der Fall. Und vieles davon ist ermöglicht durch diese Zusammenarbeit. Es ist heute oft vom Kunden gesprochen worden, das ehrt das LRZ sehr, dass sie die Nutzer als Kunden sieht und zeigt auch den Spirit. Ich sage aber, es ist nicht nur eine Kunden-Provider-Beziehung, es ist wirklich eine Partnerschaft, in der wir da zusammenarbeiten, und das ermöglicht das eben. Es ist nämlich nicht nur die Infrastruktur, die hier hergestellt wird, sondern auch die Expertise, die damit zur Verfügung gestellt wird. Denn die Dinge, die wir machen, die gehen nicht einfach mit irgendeiner kommerziellen Software, die man dann ja, wie so eine App drauflädt auf den Rechner und dann machen wir unsere Forschung, sondern wir müssen Software wirklich selber entwickeln, um die Dinge zu machen, die wir brauchen für unsere Anwendungen. Und da haben wir eben auch hier die Experten, so wie wir in den einzelnen, Sie werden ein paar Bereiche sehen, in den einzelnen Disziplinen mit den Experten zusammenarbeiten, aus der Medizin, aus der Chemie, aus der Physik. Genauso haben wir hier im LRZ auch die Experten, die sozusagen den, ich sage mal so, die schlafen auf dem Prozessor, nicht? Also so gut kennen die den und ermöglichen uns praktisch wirklich Software so zu entwickeln, dass man eben eine entsprechende Performance, die wir brauchen, auch hinbekommen. Und darüber hinaus sogar noch, das hat sich gerade auch in den letzten Jahren sehr deutlich gezeigt, die auch insofern auf die Nutzer eingehen, dass sie sagen, ja, welche Systeme brauchen wir denn? Weil es ist einfach, also hängt davon ab, was ich will. Will ich ein Formel-1-Rennen gewinnen oder will ich jetzt Querfeld einfahren? Wenn mir das LRZ immer nur einen tollen LKW hinstellt, werde ich weltweit kein Rennen gewinnen, weder in der einen oder in der anderen Form. Das heißt, also insofern ist es schon wichtig zu wissen, ja, in welchem Rennen beteilige ich mich eigentlich. Und auch da hat das LRZ so diesen Spirit zu sagen, okay, für die Nutzer, für die großen Nutzer, was braucht man denn eigentlich an Plattformen? Und den Bereich, den ich hier verdeutlichen möchte, nicht um zu zeigen, auf welchen unterschiedlichen Dingen wir arbeiten, sondern einfach unterschiedliche Möglichkeiten für Modellbildung und Simulation aufzuzeigen, das möchte ich hier zeigen. Also Modellbildung, Simulation, ich habe den Titel hier, ist ja gerade eingeblendet, vielleicht weiß ich nicht, ob die Movies noch gestartet werden können, das wäre vielleicht nett auf der Folie, wenn es klappt, und wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Modellbildung und Simulation in den angewandten Wissenschaften und im Ingenieurwesen. Dazu muss man vielleicht mal zuerst sich kurz Gedanken machen, was ist eigentlich ein Modell? Ein Modell ist eine vereinfachte Repräsentation der Wirklichkeit, die aber eine gewisse Aussagekraft hat. Und das brauchen wir. Und wir müssen sogar so sagen, wir haben einen sehr strengen Lehrmeister dabei oder Lehrmeisterin, die Mathematik. Weil wir müssen das exakt formulieren. Wir müssen genau sagen, was wir berücksichtigen und was nicht. Das ist für unsere Modelle. Aber wenn man denken, selbst in Experimenten haben wir Modelle, die wir benutzen. Es ist eine bestimmte Modellvorstellung, die wir haben, um eine bestimmte experimentelle Untersuchung zu machen. Und wenn Sie die Psychologie schauen, eigentlich nehmen wir als Menschen immer nur Modelle wahr. Wenn unterschiedliche Persönlichkeiten hier in die Natur rausgehen und wir werfen einen Blick in die Natur, je nachdem, was wir gerade für Absichten haben und was unser Hintergrund ist, nehmen wir etwas anderes wahr. Auch das ist ein Wahrnehmungsmodell. Wenn Sie Kahnemann gelesen haben, sein schnelles und langsames System in dem Thinking Fast and Slow berühmten Buch, das sind auch zwei grundsätzliche Denkmodelle. Ich als Wissenschaftler würde eher sagen, es ist eigentlich ein Spektrum von Denkmodellen, in denen wir insgesamt denken. Also Modell ist eine vereinfachte Repräsentation. Aber es gibt eben unterschiedliche Arten von Modellen. Es gibt Modelle, die sozusagen, wenn ich bestimmte Datenpunkte habe, ein Modell nehme, das zwischen den Daten interpoliert. Sehr wertvoll in ganz vielen Bereichen. Was uns auszeichnet oder was wir versuchen, ist, wir machen sowas wie physikbasierte Modelle. Wir versuchen also grundlegende Erkenntnisse, Theorien, Naturgesetze in die Modelle schon einzubauen.
Wenn Sie sich vorstellen, wenn ich jetzt momentan ist, sozusagen, hat man manchmal den Eindruck, alles ist nur KI, alles ist nur Machine Learning, alles ist nur datengetrieben. Wenn wir nur das hätten, hätten wir zuerst ein paar hunderttausend Raketen losschießen müssen, um dann zu interpolieren, welche trifft denn den Mond. So haben wir es aber Gott sei Dank nicht machen müssen, sondern wir wussten Kraftfelder zwischen den Planeten. Wir kannten die Newtonschen Gesetze. Und das haben wir verbunden mit den Daten. Daten sind natürlich wichtig. Und KI ist auch sehr wichtig, also dass man das nicht falsch versteht. Und wichtig, ein Modell kann immer nur gefunden werden, wenn ich die Fragestellung weiß. Deswegen muss man aufpassen. Natürlich sind so Begriffe wie ein Virtual Car oder ein Virtual Human, die sind wichtig und gut, aber man muss immer im Hinterkopf halten, es gibt immer nur ein Modell für eine bestimmte Fragestellung, weil es eben die vollkommene Repräsentation der Wirklichkeit gar nicht gibt. Und das versuchen wir, also physikbasiert und natürlich datenverbunden. Und dann habe ich auf der Folie noch stehen, individualized, also für die individuelle Fragestellung und, was ganz wichtig ist, prädiktiv. Wenn wir über die Grenzen des Wissenversums sprechen, da kann man sagen, was ist denn eigentlich die Grenze? Im Universum ist es der geometrische Ort, aber das Universum ist ein Raum-Zeit-Kontinuum, also ist auch die Zeitgrenze, das heißt in die Zukunft zu schauen, wie es auch der Vorredner gemacht hat, also prädiktiv zu sein, vorhersagefähig. Aber eine Grenze ist auch im Feinen, im Kleinen. 3 Jahre vor der Gründung des LHZ hat Richard Feynman einen berühmten Vortrag gehalten, There's plenty of room at the bottom. Was er damit gemeint hat, im Kleinen ist genauso viel Platz wie im Großen. Also Nanotechnologie, was wir alles jetzt in den letzten Jahrzehnten eben gefunden haben. Und in diesen Bereichen betätigen wir uns. Und Beispiele, die ich mitgebracht habe, und das sieht man auch hier auf den Bildern links oben, was Sie da sehen, ist ein biopolymeres Netzwerk. Das ist praktisch die mechanische Struktur im Inneren von Zellen. Das sind dünnste Fasern, die durch Brownsche Bewegung ständig sich, also durch das thermische Feld im Hintergrund, sich ständig bewegen. Die roten Punkte, die man vielleicht sieht, das sind Proteine und das verbindet sich. Das ermöglicht der Zelle, sich zu bewegen, sich dann zu teilen. Das ist also im Bereich Nano und Mikrometer. Da gibt es hervorragende Experimente, erfreulicherweise auch in München, theoretische Gruppen, die einfache Modelle erfassen können, experimentelle Gruppen, die wirklich komplexe Systeme untersuchen können. Aber auch bei diesen Systemen ist es extrem schwer, die experimentellen Randbedingungen tatsächlich zu kontrollieren. Das können wir in unseren Modellen, denn uns ist es leicht, mal die thermische Energie auszuschalten, die Schwerkraft auszuschalten. Das ist bei uns nur ein Switch am Knopf sozusagen. Oder eben genau zu untersuchen, wie viele Proteine welcher Art gehen denn jetzt in die Lösung rein. Und damit können wir ganz wichtige Erkenntnisse gewinnen. Also Unterstützung für ein Experiment als eine Anwendung der prädiktiven Simulation hier im Bereich der Biophysik. Ein anderer Bereich, den Sie hier sehen, ist rechts oben dargestellt. Das ist die additive Fertigung, 3D-Druck, kennen Sie alle mittlerweile. Was immer wichtiger wird, ist 3D-Druck von sicherheitsrelevanten Strukturen, also metallische Bauteile, wo es wichtig ist, welches Material, welche Materialeigenschaft kommt zum Schluss raus. Und jetzt muss man sagen, wann wird denn 3D-Druck eingesetzt? Wenn ich sehr komplexe Strukturen habe oder wenn ich sehr geringe Stückzahlen habe, die sich auch ständig ändern. Dort funktioniert aber der klassische Zugang nicht, dass ich sage, naja, da probiere ich jetzt einfach mal an 100 oder an 1000 Werkstücken aus, bis ich dann die richtige Form und die richtige Eigenschaft habe und dann produziere ich die nächsten 10 Millionen. Sondern wenn ich nur ein Stück produzieren will, dann muss ich ein First-Time-Right hinkriegen. Und da kann ich eben nicht ewig rumprobieren, zum Beispiel mal eine bestimmte Prothese jetzt 3D zu drucken. Deswegen haben wir Modelle entwickelt vom Pulverauftragprozess bis zum Schmelzbad bis hin zur Gesamtstruktur, um die ganzen Parameter, die ich hier einstellen kann, wie Korngrößenverteilung, Laserstärke, Lasergeschwindigkeit, vorab in der Simulation zu untersuchen, damit ich dann das direkt aufs Gerät übertrage und für das Werkstück, das ich gerade machen will, das vorherzusagen, wie das sein muss. Der dritte Bereich, den ich mitgebracht habe, ist rechts unten zu sehen, das sind Batterie, also Energiespeicherung, auch ein hochrelevantes Thema für die Gesellschaft. Die meisten Batterien, die wir heutzutage haben, sind Lithium-Ionen-Batterien, die halt noch ja, Schwierigkeiten haben, Ladezeit, Energiedichte, Sicherheit, haben Sie alle sicher schöne Bilder von brennenden Teslas gesehen. Die Hoffnung liegt hier auf sogenannten Festkörperbatterien, wo es im Wesentlichen der flüssige Elektrolyt ersetzt wird durch einen Festelektrolyten.
wird intensiv geforscht, hat viele offene Fragestellungen. Es ist sehr schwer, in so eine Batterie hineinzusehen, aber nicht unmöglich. Also es ist nicht so, dass man hier unbedingt Simulation brauchen würde, aber für bestimmte Größen, die kann man fast nicht messen. Also die Frage, wenn jetzt dort lithiert und deliziert, also wenn die Lithium-Ionen praktisch aus dem einen Stoff rausgehen und den anderen rein, dehnt sich der eine aus und der andere schrumpft zusammen. Und wenn dann zwischen dem Aktivmaterial und dem anderen Material eine Lücke entsteht, ja, dann verliere ich Performance in der Batterie. Sowas kann man vorausberechnen. Und noch wichtiger, ich brauche bestimmte Materialeigenschaften, beispielsweise um die Aktivmaterialien in ein Coating zu packen. Da fließen unheimlich viele Stunden und unheimlich viel Geld rein, um die richtigen Materialeigenschaften hier zu finden. Die Frage ist aber, brauche ich denn überhaupt so extreme Materialeigenschaften? Oder reicht hier nicht ein etwas einfaches Material, was vielleicht schon zur Verfügung steht? Und da muss ich eben nicht für jedes Material die Stabilität und so weiter im Experiment untersuchen, was extrem schwer ist herzustellen, sondern das kann ich alles vorab in der Simulation machen, um dann explizit zu sagen, hier muss man ansetzen und mit der Verbindung funktioniert es und mit einer anderen nicht. Und der letzte Bereich, in der Hoffnung, dass ich einigermaßen in der Zeit bin, kriege einen Daumen hoch von der Frau Schulte, das freut mich sehr, ist der Bereich der Medizin, den ich heute Vormittag schon kurz anreißen durfte. Den wir mittlerweile, würde ich sagen, das ging fast von allein, also nicht nur getrieben von meinem großen Interesse in dem Bereich, sondern auch einfach von den vielen offenen Fragestellungen. Also wir sind in unterschiedlichen Bereichen, in der Herzmodellierung, im Körperkreislauf, im muskoskeletalen System unterwegs und eben auch in der Lunge, die ich heute Vormittag ja schon ansprechen konnte. Überall dort sehen wir, dass so etwas wie eine Modellbildung und eine wirklich Vorhersage durch ein Modell ein extremes Potenzial hat. Ich darf nur zwei, drei Sachen ansprechen. Die Frage, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, dann gibt es Patienten, die bei einer bestimmten Therapie, wo sich ein Teil des Herzmuskels schnell wieder erholt, bei anderen Patienten nicht. Die Medizin weiß nicht genau, bei welchen Patienten das sein wird, bei welchen nicht. Das heißt, sie setzen es einfach mal ein und stellen dann fest, nach 6 Wochen, oh, das ist ein Non-Responder. Und sie würden gern vorher wissen, ob das ein Non-Responder ist. Oder vielleicht können wir den sogar zum Responder machen, wenn wir zum Beispiel die Anregung des Herzmuskels etwas anders platzieren, um nämlich den Umbau des Herzmuskels optimal zu beeinflussen. Denn der ist mechanikgetrieben. Biologie ist extrem mechanikgetrieben. Zellen verändern sich komplett, je nachdem, auf welche steife Unterlage man sie setzt. Oder wir arbeiten jetzt mit den Orthopäden und Sportorthopäden zusammen. Die Frage, wie nach einer OP, also Mensch, die Schulter ist also das komplexeste Gelenk im Menschen. Und wenn Sie da eine Operation haben, dieses Zusammenspiel der gesamten Muskeln, Bänder und Sehnen, ist extrem. Und bei der Operation das vorherzusagen, das macht momentan quasi der Chirurg oder die Chirurgin im Kopf. Da ist aber Mechanik, da ist Kinematik, da sind auch im Umbauprozesse der Fall. Auch hier die prädiktive Simulation. Oder eben das Beispiel, wir machen auch zum Beispiel Krebs, untersuchen also die Frage, wie Tumor wachsen und unter welchen Transportbedingungen man die beeinflussen kann und Therapien gestalten kann. Oder eben im Bereich der Lunge, für diejenigen, die heute Vormittag nicht zugehört haben, dort ist die große Problematik ist, dass man eben in die Lunge nicht reinschauen kann. Man kann die feinen Strukturen nicht anschauen, sondern ein erwachsener Mensch hat ungefähr 500 Millionen Alveolen. Also das sind also extrem, wenn Sie sich das mal anschauen im Labor, könnte Ihnen da mal Bilder zeigen, also das sind natürlich extrem dünne Membranen, die da passieren. Und ich habe das letztens einer Kollegin hier vom LRZ mal erzählt, dass man sich vorstellen kann, was die Problematik ist. Da habe ich das schöne oder vielleicht auch hinkende, aber jedes Beispiel hinkt nicht, aber das Beispiel erzählt, wenn Sie mal versucht haben, einen Figurenluftballon aufzublasen, also für die Kinder, die kleine Kinder haben oder hatten, die wissen das, wenn man so einen Hasen aufblasen will, man blast rein, will natürlich, dass ein richtiger Hase draus wird. Nicht? Man will aber das Kind auch nicht erschrecken. Nicht? Das heißt, man blast rein und irgendwie versucht man, die Ohren rauszukriegen, weil die meistens nicht aufgehen. Und oftmals platzt der Luftballon, bevor das Ohr aufgeht. Nicht? Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen Luftballon mit 500 Millionen Ohren. Nicht? Teile dieser Ohren sind wassergefüllt. Teile lagen länger in der Sonne, sind ganz spröde. Teile des Luftballons sind ganz steif.
Und Sie haben die wunderschöne Aufgabe, an der einen Öffnung den Druck so anzulegen, dass möglichst viele dieser Ohren geöffnet werden, denn sonst stirbt der Patient. Und wenn Sie falsch reinblasen und die einen Ohren überdehnt werden, dann stirbt er auch. Das ist die Aufgabe, vor denen die Medizin steht. Und was machen die? Naja, sie machen Multicenter-Studien, also ganz viele Luftballons, ne, die auch noch jeden Tag ein bisschen anders sind, weil die verändern sich ja auch, die Luftballons sozusagen. Also entschuldigen Sie diesen einfachen Vergleich, aber es ist vielleicht ein bisschen, ich hoffe, es ist ein bisschen anschaulicher. Und dann versucht man halt randomisiert über alle Bevölkerungsschichten, und Sie sehen, wie unterschiedliche wunderbare Exemplare es da gibt, ne, herauszufinden, welche Einstellungen am Beatmungsgerät denn die besten sind. Und was wir machen wollen, ist, dass wir simulieren, wie sich das verhält und mit welcher Frequenz, mit welcher Druck und mit welcher Geschwindigkeit und wie Variabilität, nämlich wir atmen nicht homogen, immer gleich, sondern wir variieren unsere Atmung, und das für den individuellen Patienten herzustellen, um eben Lungenschäden und Todesfälle, beziehungsweise auch, es sind ja nicht nur die vielen Todesfälle, die damit verbunden sind, sondern es sind ja auch die Langzeitschäden bei Erwachsenen. Ich habe es heute angesprochen, ARDS-Patienten. Wenn jemand 14 Tage beatmet wird, ist die Sterbewahrscheinlichkeit bei 40% ungefähr. Also für solche Patienten. Aber auch wenn er nicht stirbt, bis der wieder und ob er sich überhaupt wieder komplett erholt, die ganze Atemmuskulatur, das muss alles wieder ausgebildet werden. Und noch schlimmer ist es, wir arbeiten auch mit der Neonatologie zusammen, ist es für Frühchen, also sehr früh geborene Kinder, die in der Intensivstation liegen. Wenn Sie mal so ein kleines Baby sehen in der Klinik und ich hätte Angst, da den Schlauch reinzustecken beim Mund, und dann müssen Sie zum Beatmungsgerät gehen und sagen, so, welches Druckniveau nehme ich jetzt? Und Sie wissen, ich möchte, dass das Kind überlebt, und ich möchte auch, dass die Lunge nicht für die hoffentlich nächsten 80, 90 Jahre geschädigt ist. Und da helfen wir und unterstützt vom LRZ dabei, das vorherzusagen und da die optimalen Einstellungen zu generieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sagen Danke. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Wenn da jemand die Faszination nicht gespürt hat, weiß ich es auch nicht. Nachdem Sie jetzt so nett unserem Wunsch entgegengekommen sind und die Breite Ihres Fachs gezeigt haben, bin ich jetzt aber so gemein und frage, haben Sie denn einen Herzensbereich? Und an welche Grenze des Wissensversums wollen Sie in dem Herzbereich gehen? Ja, also das Schöne an meinem Beruf ist, dass wir das machen dürfen, was uns interessiert. Es ist manchmal schwierig. Also als ich angefangen habe im Bereich der Lunge, mit diesem Zugang, ich wurde nicht mal ausgelacht. Also ein paar Jahre später, als ich auf einer großen Tagung in den USA war, kamen schon die ersten Experten her und haben gesagt, oh Wolfgang, nice to meet you, oh, we have a problem, I think your model is the only one that can solve it. Also wir gehen, ich könnte meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht in die Augen schauen, wenn ich ihnen ein Thema gebe, von dem ich nicht selber restlos begeistert bin. Also das ist so wie, welches Ihrer Kinder haben Sie am liebsten? Also ich kann da nicht keine Antwort geben, aber ich kann nur sagen, mein Anspruch ist, in all den Themen an den Grenzen des Wissenversums mich entlang zu manövrieren. Vielen Dank. Ich hoffe, da können wir gemeinsam noch mehr machen. Wo sind, Herr Reiser ist zumindest da. Sie sagen bestimmt ja, richtig. Da wollen wir unbedingt bei helfen. Vielen Dank Ihnen. Danke. Vielen Dank.